Nach einem aufreibenden Tag gestern, also wirklich aufreibend, gibt es heute fröhlich, munter, weiter Content in Ruhe tatsächlich, denn es ist alles wieder in Ordnung. So, wir machen jetzt Teil 2, Lavagranulat. Okay, wir sind jetzt hier auf einem Parabit von 6,93, also unter 7. Das ist schon mal sehr gut, muss ich sagen. Mikro Siemens-Wert 368, das ist auch okay, denn das Schätzchen hat ja vor knapp 200 Mikro Siemens gehabt hier. Das ist unser Philodendron Paraiso Verde, den wir hier in die Selbstbewässerung gepflanzt haben, in einen Lechuza-Topf. Ja, also das läuft soweit ganz rund, muss ich sagen. Ich werde allerdings heute nochmal das Ganze durchspülen. Wie gesagt, wir sind hier am Anfang bei dem Lavagranulat und wollen mal gucken, inwieweit wir den pH-Wert auch hier regulieren können. Dementsprechend mit reinem Wasser aufgedüngt, allerdings nur eine Zeit lang, denn irgendwann gibt auch dieses Substrat nichts mehr ab und dann kann der pH-Wert tatsächlich in den Keller ballern. Wenn wir nur mit reinem Wasser, also bei uns Osmosewasser, ganz auch destilliertes, entmineralisiertes Wasser nehmen, ja, wie gesagt, dann ballert der pH-Wert irgendwann ab. Also auch da müssen wir irgendwann Kalk zuführen, sprich Leitungswasser im Gemisch. Aber das müssen wir noch abwarten, wie das Ganze miteinander reagiert. Wie gesagt, auch das ist mal wieder ein Langzeittest, den wir tatsächlich gemeinsam hier verfolgen. Tada! Das Neublatt hat sich entrollt. Wunder Monstera Adansoni Albo Variegata. Und es kommt ein neues Blatt hinterher. Hier können wir schon die Spitze sehen. Das sieht auch recht grün aus. Das ist okay soweit. Denn wenn sie zu viel Weiß haben, ja, dann können auch diese tatsächlich mal rumzicken. Aber das ist okay soweit jetzt. So, yippie-yay. Holla die Waldfee. War ein aufregender Tag. Und wir machen jetzt munterfröhlich weiter. Das ist sie, die Monstera Adansoni Albo Variegata. Eine wunderschöne Pflanze, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Auch hier werde ich gleich mal checken, was Sache ist. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Boah, das war gestern ein heftiger Tag. Das hat mich auch so sehr angestrengt, dass ich dann tatsächlich bis Mittag heute geschlafen habe. Aber wir machen trotzdem weiter. Weiter, womit? Ach so, wir fangen jetzt an tatsächlich mit unserem Philodendron Paraiso Verde, den wir hier in Lavagranulat gepflanzt haben. Wir hatten das Lavagranulat gesiebt auf einer bestimmten Körnung, 5 mm bis 10 mm, also 1 cm, ne? 0,5 bis 1 cm. So, das Wasser, was hier drin ist, kommt jetzt raus, denn wie gesagt, ich möchte das Ganze jetzt ja, pH-technisch noch ein kleines bisschen runterbringen, damit wir irgendwann auch anfangen können, hier tatsächlich dann im Verschnitt zu düngen und zu gießen, wie wir das kennen bei der 400 bis 500er Variante. Hier nehmen wir jetzt das Wasser von gestern, also reines Wasser, Osmosewasser, und gießen hier einfach nochmal einen großen Schluck rein. Nicht zu viel, wir wollen hier unten noch Sauerstoff drin behalten, wie wir wissen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze miteinander reagiert dann später. Kleines bisschen gieße ich noch raus, ein bisschen viel jetzt hier drin. Kleines bisschen raus, hier kommt noch. So, dale. Okay. Ja, Lavagranulat, wie kommen wir da drauf? Aus der Aquaristik, hatte ich gestern schon erwähnt. Ne? Wir können Pflanzen halten in allen Medien, von Blumenerde, Kokoserde, über mineralisches Substrat, Vulcaflor von Vulcatec, Vulcatec-Aktien, Premium-Substrat. Du kannst sie auch in, ja, in Perlitkammer Pflanzen halten und, im Wasser und hast du nicht gesehen. Es kommt eben darauf an, wie man die Pflanzen dann versorgt. Im Wasser wissen wir ja auch, da muss man auch dann in dem Sinne Kalk dazugeben, also im Verschnitt mit Leitungswasser. Da muss er sich ein bisschen reinfuchsen, aber alles ist möglich. Und daher jetzt auch Lavagranulat im Test, allerdings erstmal nur bei einer Pflanze, wenn uns demnächst noch ein paar andere Pflanzen mit rannehmen. So, da gestern so ein aufregender Tag war und ich echt Angst hatte, dass mir meine Einnahmen wegbrechen. Es war aber nur ein Bug gewesen. Heute Morgen war alles wieder in Ordnung. Dollarzeichen war wieder da. Aber aus diesem Stress heraus habe ich dann in der Not einfach mal einen Shop eröffnet. Ja, ist so. Ne? Andere machen das auch. Da dachte ich mir, komm, irgendwie musst du jetzt helfen. So ein bisschen wenigstens, damit nicht alles hier weggeht. Dann habe ich dann ein Foto gemacht von unserem Schätzchen hier, der Syngonium Albo Variegata. Und die ist tatsächlich jetzt im Shop erhältlich. Nicht die Pflanze, nein, sondern Fanartikel in dem Sinne, also Tassen, Shirts und so ein Kram halt, ne? Sogar ein Aufkleber. Ich werde mir davon selber auch was bestellen, auf jeden Fall die Tasse und den Aufkleber. Zu viel kann ich nicht, aber ich möchte doch auch gucken, wie die Sachen dann tatsächlich gegeben sind. So, meine Lieben, boah, das war echt heftig gestern, aber was soll's, manchmal braucht man so einen Schlag so richtig, um da wieder, ja, mehr Elan aufzubauen, ne? Wenn man dann weiß, dass es richtig rund läuft, wie gut es einem dann eigentlich geht. Das vergisst man mit der Zeit nämlich tatsächlich auch, das ist so, ne? Es läuft rund und dann irgendwann ist man eingefahren in der ganzen Situation und wenn du dann plötzlich rausgerissen wirst und erstmal ein bisschen Angst kriegst, ne, dann anschließend, wenn alles in Ordnung ist, ja, dann bist du doch wieder glückselig mit dessen, was du hast. Okay.
Heute geht es weiter mit der Geigenfeige. Sie bekommt nämlich ein neues Blatt und wir sehen die alten Blätter. Ich meine, die Blätter, die da sind, die sind wunderschön, kräftig grün. Das Schätzchen steht nach wie vor in einem klitzekleinen Topf hier. Ja, da müssen wir heute mal wieder checken, ob wir vielleicht sie umpflanzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Denn wir wissen ja, Pflanzen können lange Zeit in kleinen Töpfen auch bleiben, solange sie gut versorgt sind. Alles kein Problem. So, wie sieht es jetzt aus hier, der Monstera Adansoni Albo Variegata? Der pH-Wert geht runter, sind jetzt schon bei 6,06, Mikrosiemens 780, das ist okay. pH-Wert technisch, wenn das runtergeht, dann müssen wir gegensteuern mit Leitungswasser einfach. Ne? Gehen wir einfach so ein bisschen dazu. Ich lasse noch ein bisschen stehen, damit es sich einpendelt, bevor ich da eingreife. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ne? Beim pH-Messgerät, die müssen sich manchmal erst so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einleben im Wasser. Also länger drin stehen lassen ist immer besser. Okay, ja, dann sind wir, nein, noch nicht ganz fertig mit der Adansoni. Wir sind tatsächlich bei 5,9, also hier reagieren wir dagegen gleich gemeinsam. Ich bin noch am Überlegen, ob ich einen anderen Dünger nehmen soll dieses Mal, dass wir das vielleicht mal austesten. Denn wir haben jetzt hier bei der Monstera Albo Variegata, du kannst es sehen hier, gelb-grüne Blätter. Ups, sorry. Das ist jetzt das neue Blatt, das ist zwar noch weiß. Ah ne, komm, wir warten nochmal. Wir warten, wie sich das Blatt jetzt entwickelt. Sollte das auch in einen Gelb-Touch gehen, was übrigens nicht schlimm ist, ist nicht, weil es kaputt geht oder so. Das ist einfach so eine Farbgebung, weil so ein bisschen Grün mit reinsticht ins Weiß, was für die Pflanze eigentlich auch viel besser ist tatsächlich. Aber okay, du siehst auch da hinten noch ein weiß-grünes Blatt, das ist von damals gewesen, so wie wir sie bekommen hatten. So sollte sie eigentlich aussehen. Aber sie ist bei uns eher so, ja, weiß-grün panaschiert, könnte man fast sagen, so gesprenkelt tatsächlich. Auch hier an dem Blatt kann man das sehen. Nein, das sind keine Schädlinge oder so. Das ist einfach von der Pflanze so gegeben, bedingt durch das, was sie auch bekommt tatsächlich dann. Ich meine, das ist jetzt nicht von Nachteil. Nur wenn man jetzt weiß-grün haben will, dann schon. Wir warten ab, würde ich sagen, ob das Blatt jetzt weiß, gesprenkelt grün bleibt. Grün oder ob es sich in Gelb umwandelt. Sollte das der Fall sein, dann werden wir mal einen anderen Dünger ausprobieren, würde ich sagen, um mal zu gucken, ob man dann tatsächlich das Gelbgrün wieder in Weißgrün bekommen kann. Okay, so, das dazu. Das heißt, wir werden dann gleich nochmal reagieren gemeinsam. Hier haben wir jetzt ein pH-Wert von 6,8, das ist okay. Das ist hier von der Geigenfeige und Mikrosiemens liegt bei 470. Wir sehen, der Pflanze geht es richtig gut. Da wurde noch nie gespült oder irgendwas gemacht. Immer nur bei 400 bis 500 nachgegossen tatsächlich, so wie wir das handhaben. Und wir sehen, es läuft. Richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. So ist das. Ne? Die eine Pflanze sagt, oh, das reicht mir vollkommen aus. Die andere sagt, boah, nee, mit mir nicht. Ich will was anderes haben oder ich möchte mehr hiervon oder mehr davon oder weniger davon oder weniger hiervon. Whatever. Okay, also werden wir gleich gemeinsam nochmal eingreifen. Das wollte ich mal eben gezeigt haben. Wir haben einen pH-Wert von 7,6 im Gießwasser. Das habe ich vor 2 Tagen angesetzt bei der, ja, 800er Variante in dem Sinne. Also nicht mehr 1000, aber sind ein bisschen runtergegangen. Also 800 Mikrosiemens haben wir hier knapp drin. Ja, 7,6 ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Ne? Aber was soll ich sagen? Genau damit werden wir das jetzt gießen hier. Also wir sehen, der Compo Complete selber im Wasser gemischt mit Leitungswasser, hier Hälfte-Hälfte übrigens, also Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser und dementsprechend aufgedüngt hier bei ca. 800 Mikrosiemens, hat dann trotz alledem noch einen hohen pH-Wert, bedingt durch den Kalk, der im Leitungswasser drin ist. Aber die Pflanzen verbrauchen das auch. Ne? Und wenn das Substrat, ich sag's mal so, wie es ist, das Medium ausgelutscht ist, also kein Kalk mehr drin ist, spielt keine Rolle, ob es Wasser ist, ob es Erde ist, ob es Kokoserde ist, Blumenerde, Wasser, whatever. Wenn Kalk raus und dann muss man reagieren. Also man kann nicht sagen, das Substrat ist so und dann muss man das so und so gießen und düngen. Nein, es ist abhängig davon, ob überhaupt noch Kalk drin gegeben ist. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist eben nicht und dann läuft es nicht. Egal, was für ein Medium du hast, spielt keine Rolle. Das sollte man auf jeden Fall nochmal verinnerlichen. Also werden wir das Schätzchen jetzt mit der Suppe versorgen. Schon wieder 3 Uhr, holla die Waldfee. Aber nicht so schlimm, ich habe ja bis 12 Uhr geschlafen heute. Dann habe ich erstmal gecheckt, was auf Instagram los ist und auf YouTube los ist. Dann habe ich den Film angestellt, den neuen. Und dann bin ich erstmal baden gegangen in Ruhe, schön heiß. Ganz wichtig, wenn man Schmerzen hat, immer schön heiß baden oder heiß duschen. Aber heiß duschen ist so eine Sache, weil das sollte man nicht zu oft machen.
Ne, dann hast du ganz schnell dein Badezimmer unter Wasser gesetzt, weil das Wasser von der Wand runterläuft. Ne? Ist so. Das ist dann nicht so gut. Einmalig kann man das sicherlich mal machen, aber bis das alles mal wieder durchgetrocknet ist, dauert ein bisschen. Von daher sollte man das nicht zu oft machen. Dann doch lieber heiß baden. Was wollte ich jetzt gemacht haben? Ach so, unser Schätzchen versorgen. Wie gesagt, wir haben einen sehr hohen pH-Wert, wie du gesehen hast. Ne? Aber im Zusammenspiel mit dem Medium, was wir haben, wo ja eben so gut wie oder nur ganz wenig Kalk mit drin ist, dementsprechend, weil die Pflanze es einfach verbraucht hat. Und auch die Wurzeln dementsprechend dann das Ganze steuern, wird, selbst wenn wir jetzt so einen hohen pH-Wert hier reingießen, also eben wassergelöste Kalk in dem Sinne, wird sich das dann so zeigen, dass der pH-Wert trotz alledem wieder runtergeht irgendwann. Weil die Pflanze das verbraucht, den Kalk. Ne? Der ist dann irgendwann wieder weg. Und dann geht der pH-Wert wieder runter. Das muss man wissen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also kontinuierlich etwas nachfüllen ist dann immer besser, als den Pott einmal vollgießen und dann wochenlang gegebenenfalls gar nichts mehr zu machen. Aber die Geschichte kennen wir auch schon. So, okay. Was machen wir jetzt mit unserem schönen Bäumchen hier? Wir haben es ja hier festgemacht mit dem Draht, um mal zu gucken, nicht um mal zu gucken, sondern um ihn zu stabilisieren, damit er uns nicht umfällt. Er hatte ja damals ganz wenig Wurzeln gehabt und irgendwie mussten wir ihm helfen. Und das hat schon mal ganz gut geklappt. Er steht stabil. Das heißt, er steht fest. Er steht richtig fest drin. Die Wurzeln kommen noch nicht raus. Also okay, wir lassen ihn trotz alledem noch. Ich kann ja mal ein bisschen buddeln hier. Ach, da ist noch Platz. Da ist, hier ist noch keine einzige Wurzel zu sehen. Auf der Seite mal gucken. Ja, dann sind ein paar Wurzelchen. So, weißt du was? Wir lassen ihn noch drin. Wir wissen ja, im umso weniger Medium da ist, umso besser kann man die Pflanzen pflegen, weil sie alles schnell verbrauchen. Man muss natürlich kontinuierlich nachliefern, ganz klarer Fall. In dem Fall bei der Pflanze hier bei unserer Geigenfeige alle 2 Tage. Die ist sehr genügsam, muss ich sagen. Kriegt auch relativ wenig Licht. Ah, nee, doch nicht. Die Sansi hängt da ja drüber tatsächlich. Ja, so, ich gehe mal Kaffee trinken jetzt. Ja, das ist schon eine klasse Sache mit dem Shop. Also da bin ich echt gespannt, vor allen Dingen, was wir dann da noch zu sehen kriegen in nächster Zeit. Ich bin am Überlegen, ob ich limitiert das Ganze mache. Das heißt, ja, wenn ich ein Bild in dem Sinne ja, reingebe und das dann für 2 Wochen oder für 1 Monat laufen lasse, dass man das sich kaufen kann, wenn man möchte, und dann das Ganze wieder löschen, dass es das Produkt dann in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern dann gibt es wieder ein neues Bild in dem Sinne. Ich weiß es noch nicht. Oder ich lasse es so drin und nehme was Neues dazu. Das ist eine neue Erfahrung, die wir jetzt gemeinsam machen werden. Auch hier tatsächlich, ich werde immer wieder mal berichten, wie das läuft, ob das überhaupt läuft, ob das angenommen wird oder nicht, ob die Leute sich darüber freuen oder sagen, ach, das interessiert mich gar nicht, will ich gar nicht haben, so ein Kram. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ne? Auch das mal wieder Versuch macht klug. Bevor ich einen Kaffee trinken gehe, ich muss sowieso Akku wechseln auch noch. Das kann ich auf einem Wege dann machen. Gucken wir noch mal kurz über den Tisch hier, wie das aussieht. Hier ist im Bereich alles soweit okay. Ja, da gibt es also nichts zu meckern. Ja, außer jetzt das Schätzchen hier. Aber okay, das müssen wir nochmal neu starten irgendwie. Da kommt die Pflanze mit der Luftfeuchtigkeit nicht zurecht hier, weil es eine Aquariumpflanze, die aber auch tatsächlich oberirdisch wachsen kann, aber voraussichtlich mit mehr Luftfeuchtigkeit. So, die Spitze kommt immer weiter raus hier von unserem Philodendron Birkin. Das ist okay soweit. Auch hier das Blatt sieht gut aus. Von der Manjula, der Efeutute. So, dann kommen wir jetzt aber zu einem Phänomen, wo es läuft und nicht läuft. Und zwar hier unsere beiden Weißen. Ja, jetzt können wir nämlich mal wieder sehen, was passiert denn, wenn. Das Schätzchen haben wir gespült gemeinsam, wer sich noch daran erinnert. Ne? Kräftig durchgespült, mit Nährstoffen tatsächlich auch. Und das sieht nach wie vor gut aus. Auch das neue, ganz weiße Blatt, noch nichts dran. Beim Nachbarn hier, da hat sich auch was getan. Der hatte schon vor 3 Tagen so ein Anzeichen gehabt, dass er eine braune Spitze bekommen hat. Den haben wir nämlich nicht gespürt, weil ich muss ja auch Vergleiche haben, nutzt alle nichts. Ne? Denn wenn man alles so pflegt, wie man sollte, dann ja, kann man ja nichts sehen und nichts lernen. So, jetzt sehen wir hier tatsächlich die Spitze, die braun wird. Und heute Morgen hat sich auch das hier gezeigt. Also auch hier ist ein Braunanteil drin. Tada! Wie gesagt, den hatten wir in dem Zuge nicht durchgespült und wie wir sehen, ja, dann läuft es nicht so einfach mit den weißen Blättern. Ne? Dann soll sie schon regelmäßig mit Nährstoffen komplett einmal durchspülen. Zumindest jetzt hier in der Kokoserde ist das so gegeben. Da ist es sowieso ein bisschen schwieriger, weil hier kann man nicht so einfach nachmessen. Da ist es dann im Spülverfahren tatsächlich einfacher gegeben, wie wir sehen jetzt bei der Pflanze hier. Aber okay, wie gesagt, das sind jetzt so Lernprozesse noch hier. Und mal gucken, wann wir das Ganze stabil hinbekommen.
Laut Angaben des Wetters, wollte ich gerade sagen, des Wassers, sollte hier alles in Ordnung sein. pH-Wert ist 6,8, Mikrosiemenswert knapp 800. Aber trotz alledem bekommt sie hier braune Flecken. Das hatten wir damals schon mal bei diesem Blatt gehabt und da haben wir auch gegen reagiert, was sich noch daran erinnert. Hier ist so ein ganz kleiner brauner Strich. Da haben wir das Gleiche gemacht und das werden wir heute auch machen. Pass mal auf. Wir werden das Ganze jetzt durchgießen und durchspülen. Auch hier mit der 800er Variante. Ja, es ist eben, wie soll man sagen, in der Kokoserde nicht ganz so einfach. Ne? Meine, alle anderen Pflanzen, überhaupt kein Problem, nur halt jetzt die mit diesem hohen Weißanteil. Das ist halt hier so gegeben. So, was machen wir jetzt? Ja, genau. Urgestein ist mir dabei. Und das hatten wir beim letzten Mal auch gemacht und dann hat es ja wieder ganz gut funktioniert. Ne? Das können wir jetzt dann auch beobachten. Wie gesagt, den Tisch, den filme ich ja immer wieder mal ab zwischendurch. Und dann kann man dann sehen, ob das dann soweit okay ist oder nicht. Ne? So, jetzt gieße ich noch mal ein bisschen was hinterher, dass hier direkt so ein bisschen was schon mal mit ins Substrat reinkommt. So, dalle, okay. Ja, so kann es gehen. Dann haben wir das Schätzchen jetzt versorgt. Ich lasse noch einen Moment abtropfen hier und dann kommt er wieder auf seinen Untersetzer. Und was machen wir jetzt in der Zeit? Oh, die ist so schön. Das ist fantastisch. Eine solch schöne Pflanze. Ja, mal gucken, was wir noch so rauskriegen bei diesen Syngonium albo variegata, weil die sind ja so unterschiedlich, ne? Die wachsen so unterschiedlich. Ich werde dann noch ein paar Steckis machen, nochmal nachziehen. Dass wir vielleicht noch ein paar andere Farbvarianten in dem Sinne nicht, aber doch von der Zeichnung her nochmal sehen können. Ja, okay. Yippie-yay. Jetzt bleib bitte weiß. Wir sind kurz in der Aqua Botanica. Sieht zwar noch aus wie Kraut und Rüben hier im Moment, aber ja, mal gucken, wann ich da ein bisschen weiterkomme. Und dann zeige ich euch jetzt mal so ein paar Sachen hier aus dem Raum. Der Blue Bolt, ja, er hat es tatsächlich geschafft, die Umstellung von dem hohen pH-Wert zu dem niedrigen pH-Wert. Dem geht es richtig gut hier drin, freut sich seines Lebens, genauso wie alle anderen auch. Aber das macht schon richtig Spaß jetzt hier mit den Tierchen. Das ist so genial und die sind auch sehr viel unterwegs, bedingt dadurch, weil wir hier halt Biozyme und die Polytase verwenden. Das klappt richtig gut, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich gleich ein bisschen was zeige hier. Ist das nicht ein herrliches Blatt? Wunderschön anzusehen. Ja, die Monstera Deliciosa mit ihrem neuen Blättchen. Es kommt jetzt tatsächlich herausgewachsen. Und die Pflanze, ja, die macht ja was ganz Tolles hier bei uns. Sie hat ja zwei lange Wurzeln entwickelt. Luftwurzeln, die wir hier in die Aquarien gelegt haben. Oder gehängt in dem Sinne. Das Schätzchen ist schon hammer gewachsen, muss ich sagen, hier. Und jetzt gucken wir uns mal die andere an. Die geht ja hier oben drüber noch. Und hier ins Becken rein. Jetzt guck dir das mal an. Das ist doch wohl der Wahnsinn. Ne? Das handhaben wir hier, um mal zu gucken, ob wir hier gezielt Nitrat rausholen können. Aber momentan kann ich dazu noch nichts sagen. Das müssen wir einfach weiter beobachten. Auf jeden Fall läuft das schon mal richtig rund hier tatsächlich. Auch wenn wir hier jetzt noch ein bisschen Algen haben. Interessanterweise genau auf diesem Fleck hier. Ne? War übrigens vorher schon, bevor die Wurzel reinkam. Genau mittig hier dieser Fleck hat diese Algen. Alle. Ansonsten ist hier im Becken gar nichts in dem Sinne. Tiere fühlen sich wohl. Sind heftig unterwegs hier, also was heißt heftig, fleißig, ne? Die weiden hier tatsächlich ja den Biofilm ab, der sich halt entwickelt durch zwei neue Produkte, die wir hier tatsächlich haben. So, Waldmeisterbecken kurz gezeigt nochmal, auch da sieht es gut aus, ich weiß nicht, ob man da jetzt was erkennen kann, da sind ein paar Tierchen unterwegs, die sind halt im ganzen Becken unterwegs, ne? Interessant, dass das tatsächlich läuft, aber okay, soll es nicht drum gehen heute, aber ich wollte trotzdem mal das eine oder andere kurz gezeigt haben, die Vanille. Hängt jetzt hier oben, muss ich beobachten, wie das funktioniert, weil sie jetzt sehr viel Licht bekommt halt, ne? Ob die das ab kann oder nicht, das müssen wir ganz einfach verfolgen, beobachten. Aber bis dato sieht es gut aus, muss ich sagen. Die ist auch schon heftig lang geworden, deswegen habe ich die jetzt hier höher gehangen. Das ist übrigens Magnethalter. Können wir jetzt vielleicht nicht wirklich sehen. Ich gucke mal, da ist der Halter, das schwarze Teil. Ne? Da wird der Topf reingehangen und dieses schwarze Teil hat einen Magnet. Und dementsprechend kann man den ja hier ans Metall hängen einfach klatschen, ne? Und die Höhe auch variieren. Mal hier höher, tiefer, wie auch immer. So, das Schätzchen will ich jetzt versuchen, hier reinzukriegen ins Aquarium, um mal zu gucken, wie, ja, wie sie reagiert, die Vanille da drauf. Ne? Insbesondere der Trieb und die Wurzel. Aber noch ist nicht so weit, ein bisschen muss er noch wachsen. Okay, dann die Efeutute, die können wir jetzt bald ein bisschen höher bringen hier. Ich habe sie schon mal ein bisschen hochgeholt, dass wir sie hier dran binden. Dann kann die hier hochkrabbeln tatsächlich. Das wäre natürlich auch ganz schön. So, dann unser Kakaobäumchen.
Der Neuaustrieb, der ist echt der Wahnsinn. Ich gucke mal eben von oben einmal. Ne? Hier können wir jetzt sehen, wie das sich jetzt hier rausschiebt langsam. Die Stiele auch länger werden tatsächlich. Und die Blätter so langsam hier oben rausgucken. Bis sich aufrichten, wird noch einen Moment dauern. Ja, was heißt Moment? Ein paar Tage. Das sind zwei dieser neuen Blätter hier, die beiden. Kräftig gewachsen. Ich habe übrigens noch nie nachgemessen. Ich muss unbedingt gießen heute. Unbedingt. Aber ich wollte erst filmen, bevor ich nachher kaputt bin, weil das bringt es dann ja auch nicht. Ne? So, zeige ich das mal, wie das unten aussieht. Also der Untersetzer ist tatsächlich wieder trocken. Und hier gieße ich ja mal Leitungswasser rein, mal die 1000er Variante. Ja, sprich jetzt 800, 900 und dann halt die 400 bis 500 dazwischen durch. Und ich muss sagen, das läuft richtig rund. Das ist also wirklich hier Pi mal Daumen, der grüne Daumen in dem Sinne. Aber irgendwann werde ich auch mal wieder nachmessen. So, dann die Xanthosoma Frozen Planet. Die steht hier. Das ist das neue Blatt. Auch hier wunderschön gewachsen wieder. Kräftig grün. Hier handhabe ich das übrigens genauso. Ab und zu 1000, dann wieder 400 bis 500. Und das läuft bis dato richtig gut, muss ich sagen. Die ist also wirklich kräftig gewachsen. So, okay. Die Thai Constellation hat ihr neues Blatt ausgerollt. Sieht richtig gut aus. Auch das ältere tatsächlich. Da müssen wir jetzt aufpassen. Meistens ist es nämlich so, dass dann ein Braunanteil entstehen kann, sobald Neues hinterherkommt. Das heißt, also hier müsste ich heute auch mal durchspülen und checken, was wirklich gegeben ist. Das ist unser Kopfsteckling. Okay, dann kommen wir kurz zu der Monstera Adansonii hier in der Wasserkultur. Nach wie vor wunderschöne Blätter ausbilden. Zickt in keinster Weise mehr rum. Hier gucken wir jetzt auch mal etwas näher hin und auch gleich rein in dem Sinn. Gucken wir, wie schön die Wurzeln aussehen. Das ist so genial anzusehen, wie einfach das hier in der Wasserkultur funktioniert. Die hatte damals anfangs auch rumgezickt, aber irgendwann lief es dann. Ne? Das war dann schon mal eine tolle Sache, dass das so funktioniert auf jeden Fall. So, Wasserkultur haben wir da noch stehen. Unsere Zwergblattfahne, die saut gerade ein bisschen rum. Hier, das ist der Blütenstaub. Hier blüht sie und die duftet herrlich, also wirklich herrlich. Richtig klasse. Das ist solch ein herrlicher Duft. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gezeigt, wollte ich gerade sagen. Lol, zeig du mal den Duft, du. Vielleicht könnte man das, wenn man irgendeine Frucht zeigt. So, auch hier in der Wasserkultur läuft das richtig rund, muss ich sagen. Lichttechnisch ist es jetzt gerade ein bisschen Banane, aber ist okay. Hier darf ich heute auch wieder nachfüllen, so alle zwei Tage. Gieße ich hier tatsächlich einen 400 bis 500er Schluck rein. Und dementsprechend entwickelt sich das Schätzchen auch hier in diesem Murmelglas richtig gut, muss ich sagen. Auch bin ich froh, dass wir so nach und nach zu diesen Varianten in dem Sinne hingekommen sind. Ne? Also ist schon klasse. Okay, mal gucken, was wir noch hier sehen können. Unsere Orchideen hier in dem Glas, im Sphagnummus. Ich gehe mal kurz rum nochmal. Das sieht soweit gut aus. Ein Blatt geht hier kaputt, das kann schon mal passieren, älteres Blatt, das ist okay, das ist nicht so tragisch. Aber ansonsten sieht es bis dato gut aus, auch die Turtles hier. String of Turtles sind nach wie vor grün. Ja, okay. Mal gucken, wie das läuft hier. Ne? Unser Triostar, Calathea Triostar. Wissen ja schon, sie mögen niedrigen pH-Wert. Das Schätzchen hat jetzt mal wieder eine lange Rute ausgebildet, also möchte hier eine neue Pflanze entwickeln. Die letzte ist mir damals leider abgeknickt, dann hatte ich sie vergessen, da unten ist sie mir vertrocknet. Okay. Ist nicht so schlimm, sie hat einfach mal Neues gemacht. Wahrscheinlich hat sie gedacht, okay, Detlef, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten Mal. Wir sehen, die neuen Blätter sehen richtig gut aus. Also hier ist tatsächlich auch der pH-Wert ausschlaggebend. Sie sollte wirklich gut versorgt sein auch. Ich müsste eigentlich mal die alten Blätter alle rausschneiden hier, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Aber so auf den ersten Blick sieht man das meist gar nicht. Erstmal genau hinguckt, ist so. Okay, die Tamarinde steht ja auch noch hier im Raum. Nach wie vor ohne Probleme bei 400 bis 500 kontinuierlich gegossen und gedüngt. So, unsere Palme hier, das ist die, ja, weiß Bescheid, ne? Dattelpalme, die Dattelpalme. Das Schätzchen haben wir damals, wer sich noch daran erinnert, abgeschnitten hier unten. Alle Blätter abgeschnitten und die Pflanze hat über ein Jahr gebraucht, um wieder anzufangen zu wachsen. Ja, und jetzt steht sie hier oben seit einiger Zeit, macht sich gut, muss ich sagen. Also da bin ich ganz zufrieden mit. Was nicht so gut läuft momentan, ist hier unsere Zwergblattfahne, die Variegata-Form. Die hat tatsächlich braune Flecken bekommen, da müsste ich mal checken. Das ist übrigens die Amaryllis, die darf hier vertrocknen, ne? Die wird nicht mehr gegossen. So, da kann man es sehen, ja, ist nicht so gut. Jetzt bin ich überlegen, ob das vielleicht pilztechnisch sein kann, dass er von der Calathea übergesprungen ist hier. Bin ich mir aber nicht sicher, bin ich ganz ehrlich. Da ist es nämlich auch zu sehen. Also ist definitiv ein Pilz. Also müssen wir auch hier mal kontrollieren. Interessanterweise, die Blüten, wenn die verblüht sind,
Die bleiben noch lange, lange, lange Zeit erhalten tatsächlich. Auch ein schönes, kräftiges Grün ausgebildet. Also ich denke mal schon, dass sie gut versorgt ist, aber ich vermute mal, dass der pH-Wert hier nicht passt bei dem Schätzchen. Wollen wir das noch machen heute? Ich glaube ja, ne? Wenn wir schon das sehen, dann sollten wir das tatsächlich auch machen und dann mal reagieren. Ja, okay. Das Bild ist übrigens von Melody. Wunderschön. Einmal kurz hier reingeguckt, das ist nämlich auch sehr interessant. Wir haben hier einen Maulbeerblattbaum drin. Das Becken fährt noch ein, deswegen sind noch keine Tiere drin. Und da waren so Samen drauf gewesen von irgendwas, keine Ahnung, irgendein Beikraut. Weiß Bescheid, ne? Guck mal. Ja, ich hatte die Blätter mit heißem Wasser übergossen. Und dann habe ich die hier reingeschmissen, also eins, ne? Und die Samen sind abgefallen und die Keimen hier drin. Tadam. Tja, Sachen gibt's, ne? Aber ist okay. Übrigens in jedem Becken ist ein Blatt drin davon. Einfach mal zu gucken, wie die Tiere das so annehmen. Also das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Hat 2, 3 Tage gedauert, aber jetzt mittlerweile fangen sie an, daran zu fressen. Auch die Schnecken tatsächlich gehen da dran. Also das scheint doch zu funktionieren. Ja, gefüttert habe ich heute nicht. Wie gesagt, ich hatte gestern Abend, hatte ich sie gefüttert mit den beiden Produkten, wie ich vorhin erwähnt hatte. Von daher kriegen sie jetzt erstmal nicht, sondern heute Abend dann nochmal. Aber ich muss heute auch die Wasserwerte hier checken, um mal zu gucken, ob ich nochmal Wasserwechsel machen muss jetzt oder gegebenenfalls, wie soll man es sagen, genauso wie bei den Pflanzen auch, dass wir hier gegebenenfalls ein bisschen Wasser rausnehmen und nur Osmosewasser nachgeben, um gegebenenfalls den Mikrosiemenswert runterzubringen, wenn er ein bisschen gestiegen ist. Aber das muss ich checken. Das soll jetzt nicht Thema sein. Ach, das kommt, das erwähne ich noch ganz kurz. Wir erinnern uns, hier ist Soil drin gewesen, ist wieder drin. Ja, dann spiegelt das natürlich alles von der Sonne. Hätte ich vielleicht mal Fenster zumachen sollen. Jalousie. Mir ist der pH-Wert vor 2 Tagen hochgegangen hier. Wir hatten sonst 6,1 bis 6,4 ungefähr. Und der lag bei 6,6, 6,8. Und da habe ich das Soil rausgenommen und neues Soil reingepackt. Zweimal 250 Milliliter. Und dann ist der pH-Wert wieder runtergegangen. Heute Morgen war er bei 6 tatsächlich. Jetzt müsste er bei 6,2 vielleicht sein, 6,3. Ich mache mal eben an hier. Wo ist er denn? Der Hebel da. Dass wir mal eben gucken können, was wir jetzt tatsächlich gegeben haben. Ja, siehst du wohl, 6, 2, 4. Das ist okay wieder, ne? Also man sieht, das Soil, das lutscht aus. Irgendwann ist Ende Gelände und dann kann man den pH-Wert damit nicht mehr runterbringen und dann muss man das austauschen. Und in dem Fall ist das Ganze, glaube ich, 2,5 Monate, maximal 3 Monate her. Also, ne, man kann sich damit behelfen, muss aber wissen, dass dementsprechend die Parameter sich schlagartig mal verändern können und dann muss man das wechseln. Das mal so am Rande hier mitgenommen. Oh, am liebsten würde ich jetzt hier stehen bleiben und die ganze Zeit gucken. Ja, ist so. Weil es macht einfach unheimlich viel Spaß hier bei den Tieren. Das ist schon total klasse. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen näher dran zoomen kann. Die sind hier überall unterwegs. All over. Überall. Okay, soll erstmal reichen. Dann checken wir mal bei dem Schätzchen, wie das hier aussieht. Es kann weitergehen. So, ich habe alles hier hochgebracht, was wir brauchen. pH-Wert ist 6,2. Das ist okay. Die mögen auch einen leicht sauren Bereich. Jetzt kannst du meinen Kopf zwar nicht sehen, aber ich wollte die Pflanze zeigen, damit wir nicht zu sehr abgelenkt werden hier. Mikrosiemenswert. Leitwert ist 1100. Also sie ist gut versorgt. Wurde kontinuierlich bei 400 bis 500 gegossen und gedüngt. Also hat das soweit ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich hier noch nie durchgespült. Das werde ich heute dementsprechend mal machen. Muss ich jetzt aber nicht nochmal zeigen. Nur ist aber so, diese Flecken sind bei den alten Blättern hier. Es kann sein, dass die Parameter irgendwann mal nicht gepasst haben. Das sind 1, 2, 3, sehe ich jetzt, 3 kleine Flecken. Ja, da hier auch bei dem ganz alten Blatt 4 Blätter im Prinzip, die betroffen sind. Aber die ganzen neueren, sage ich mal hier, da ist das soweit okay. Wobei die Spitzen sind auch ein bisschen bräunlich, muss ich sagen. Hier ist es wieder okay soweit in dem Bereich. Ja, also einmal durchspülen und dann bei 400 bis 500 wieder gießen und düngen. Und dann ist das okay soweit wieder. Tja, manchmal ist das so, ne? Die Klamotten sind schon so lange ewig in der Suppe stehen und sich gar nichts verändert in dem Sinne, nicht einmal sauber gemacht wird, dann ist das halt so. So, hier haben wir jetzt 160 Mikrosiemens, das ist okay. Ich checke hier in dem Falle dann auch nochmal den pH-Wert kurz. Keine Bange, du brauchst so lange nicht dabei sein. So, jetzt geht er nicht mehr an. Doch. So, ich kriege den hier so reingestellt, mal gucken. So, kriegen wir. So, hier hatte ich letztens übrigens auch ein Schluck Leitungswasser reingepackt, aber das sieht gut aus. Der Sie liegt jetzt schon bei 6,87. Bleibt auch stehen. Ja, 6,88. Gut, ich lasse auch noch einen Moment drin stehen und dann checken wir gleich mal hier nochmal die. Ganz ähnlich, ich nehme jetzt nicht, weil ich fährt gleich um hier. Die Monstera. Dass wir den Wert auch nochmal mitnehmen. Ja, ist schon.
Ach, dieses Feintuning, das macht so viel Spaß. Ich meine, der Pflanze geht es gut hier. Das ist nicht so, dass der nicht gut gehen würde. Ne? Hat halt so ein bisschen bräunliche Flecken, aber das ist okay. Das ist jetzt nicht so, so wild oder tragisch in dem Sinne. Aber hier in dem Glas bei der Monstera, also das interessiert mich auf jeden Fall. Und da hinten bei unserem Kakaobäumchen. Auch da werde ich gleich mal checken für uns. Okay. Das Kakaobäumchen hat Mikrosiemenswert von 900 und ein pH-Wert von knapp über 7, 7,02 oder so. Also das läuft richtig gut, muss ich sagen, mit dem Schätzchen, dass wir die Werte mal mitnehmen können, wie es denn aussieht, wenn es ordentlich passt. Hier haben wir ein pH-Wert von 6,8 tatsächlich, also auch das ist okay soweit, könnte ein bisschen niedriger sein. Wie gesagt, ich habe letztes Mal Schluck Weitung Leitungswasser dazugegeben, das heißt nächstes Mal auf keinen Fall, sondern dann wieder die 400 bis 500 danach gegossen, was ich heute auch gemacht habe. Und dann läuft das damit rund. So, und jetzt kümmern wir uns noch einmal um die Monstera Adansonii. Die Blüte sieht so schön aus. Mit dem Bäumchen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen hier, dass er mir nicht umfällt. Der ist mir nicht gestern schon einmal umgefallen. Das ist unsere Zimmeresche, auch hier nochmal demonstrativ gezeigt. Baum in kleinem Topf, ne? Also der ist wirklich klein, der Topf hier. Da ist jetzt auch nicht viel Substrat rausgefallen, als er umgekippt ist, weil das überwiegend Wurzeln hier drin ist. Aber wir sehen, dem Bäumchen geht es nach wie vor richtig gut. Steht hier direkt am Fenster tatsächlich auch. Also muss auch gegossen werden, ist komplett trocken. Das kann ruhig passieren, sollte aber nicht zu lange dauern, bis er dann wieder Wasser bekommt. Ansonsten, ja, wird er irgendwann ganz trocken, schmeißt die Blätter ab. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Denn die Pflanze ist sehr regenerationsfreudig. Selbst wenn komplett alle Blätter trocken werden, wenn sie anschließend wieder gegossen wird, klar, die alten Blätter sind hin, aber sie fängt dann wieder an zu wachsen. Wir haben jetzt hier ein pH-Wert, mal rütteln und schütteln, knapp über 7 tatsächlich auch, 7,07. Und wir sehen, es läuft richtig gut bei der Monstera Adansonii. Das sind halt so Schätze, ne, die mögen so diesen 7-Bereich, also den neutralen Bereich tatsächlich, viel eher als halt zu hoch. Oder zu tief. Ne? Gut, die kommen auch mit sicherlich mit 6,5 zurecht, mit 6 vielleicht auch noch. Aber die mögen es dann doch eher im neutralen Bereich. So, Mikrosiemenswert ist 240. Also auch hier alles okay. Das Wasser sieht glasklar aus. Hier hatten wir damals, nur was heißt damals, wann war das? Vor 2, 3 Wochen ungefähr, eine kurze Behandlung gemacht mit Wasserstoffperoxid. Und wir sehen, es geht der Pflanze richtig gut. Muss ich schon sagen. So, meine Lieben, ich würde sagen, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und wir sehen, umso vielfältiger alles wird und umso mehr man sich um andere Sachen auch noch kümmert, ja, umso interessanter wird das Ganze. Auch das Zusammenspiel hier mit den Aquarien, Top-Sache, muss ich sagen. Auch da habe ich viel gelernt daraus wieder, auch im Bereich dann mitnehmend für die Pflanzen. So, was wollte ich noch gesagt haben? Ach so, ja, den Shop könnt ihr euch gerne mal angucken. Ne? Wie gesagt, ist unten jetzt auch unter den Videos, unter allen Videos übrigens, die es auf dem Kanal gibt, tatsächlich, ja, kann man da einen Blick mal reinwerfen, einfach mal gucken. Ne? Und wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendwas, euch irgendwas wünscht, vielleicht kann man das ja realisieren, weiß man nicht. Ne? Da fuchsen wir uns auch langsam rein, die ganze Materie, nicht zu viel auf einmal. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Und von daher, ja, ist es schon klasse anzusehen, was alles möglich ist, nicht nur im Reich der Pflanzen, sondern auch hier in der Aquabotanik. Das ist also so genialst. Und hier wachsen die Pflanzen tatsächlich noch mal eine Nummer besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es vielleicht bedingt durch die Aquarien auch kommt, ich weiß es nicht. Wir haben auch hier die Sansi 36 Watt LEDs unter der Decke. Hier hängen 1, 2, mittig eine 3 und hier eine 4. Und hier, wo die Kamera steht, da kommt später noch eine 5. hin. Aber im Moment noch nicht, weil hier ist in dem Bereich erstmal noch Klimbim und hast du nicht gesehen. Da muss ich erst mal gucken, dass ich das irgendwie mal weggepackt kriege. Ich sage, Tedu. Aber es ist ja, man sammelt immer mehr an, immer mehr an. Wegschmeißen kann man nichts, weil man kann es ja noch mal gebrauchen. Ne? Das ist ja nun auch das Ding bei der ganzen Materie. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es heute auf jeden Fall, ja, mal wieder entspannt zu filmen nach den ganzen Katastrophen gestern. Aber was soll's. Bedingt dadurch haben wir jetzt tatsächlich den Shop. Sonst hätten wir den gar nicht, weil ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Aber irgendwas musste ich gestern machen. Dachte mir so, jetzt musst du das machen. Ne? Weil, ja, wie soll ich sagen? Es war in der, ja, das werden die meisten jetzt nicht verstehen, aber in der Monetarisierung, wo ich das mit der Werbung reinpacken kann, da war nichts mehr, war verschwunden. Und da war eben nur noch jetzt dieses mit dem Shop stand da zur Verfügung, dachte ich mir, okay, wenn sie mir das klauen, dann mache ich eben das erstmal, vielleicht geht es dann ja wieder oder wie auch immer. Ob das jetzt im Zusammenhang tatsächlich damit zusammengespielt hat, ist noch eine ganz andere Sache. Ne? Aber okay, lassen wir so dahingestellt.
Genug palabert, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Yippie, yippie.